Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Freuen Sie sich mit uns, Wolf Fuß und Frank Buschmann, auf packende 90 Minuten. Und heute heißt es also Spartak Moskau gegen Liverpool. Der FC Liverpool hat im Moment hohe Ziele. Man will wieder an die Spitze. Aber ob es klappt, wird spannend. In der Premier League passiert so unglaublich viel. Es wird Geld ohne Ende investiert. Da haben es die Reds nicht leicht. Die Reds haben Anstoß. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten. Da kommt Schuss! Klasse gemacht, stark geblockt. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Ja, da können sie nicht entscheiden. Jetzt schießt er. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Klasse reingebracht, der Eckstoß und dann auch ein toller Abschluss. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Samedov. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. So langsam wird es gefährlich. Gute Aktion, da ist die Flanke. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ballverlust. Coutinho jetzt am Ball. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt Firmino. Mohamed Salah. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Coutinho jetzt am Ball. Fairer Einsatz hier. Coutinho am Ball. Ja, Coutinho, super Pass. Roberto Firmino mit der Chance. Liverpool jetzt mit der Ecke. Ecke Coutinho. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Luis Adriano. Einwurf. Und schon ist der Ball weg. Das frühe Pressing jetzt. Klein. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und den Ball hält er problemlos. Jetzt schießt er. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Und irgendwie hält er ihn. Jetzt wird es Ecke geben. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. Taski! Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Coutinho. Es gibt hier Einwurf. Mané. Das wird jetzt Abschluss geben. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Klushakov. Luis Adriano. Wird's jetzt gefährlich? Samedov. Da ist die Flanke. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf. Klasse Kopfball. Ein richtig gutes Tor. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise.
Den kannst du nicht halten. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Klein. Anderson. Wijnaldum. Weg ist der Ball. Wird das eine Torchance? Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Gut gemacht. Er spielt den Ball per Kopf weiter. Klasse Aktion. Ball ist weg. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Er war noch dran, gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Mohamed Salah. Mané. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Mané. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Zwei-eins, hier ist noch alles drin. Luis Adriano. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Taski. Kluzhakov. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ananice. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Er spielt den Pass auf den Flügel. Er lässt den Gegner stehen. Schuss! Oh, da trifft er die Latte. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Jetzt gibt's einen Einwurf. Promise. Den Ball holt er sich. Alles frei. Und er gibt Elfmeter. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Hier nochmal dieser Treffer. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Anderson. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Wijnaldum. Ananice. Sehr guter Einsatz. Lovren. Wijnaldum. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Mané, die Chance. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. 2-2 zum. Endlich geht's weiter. Nach diesem spielstarken ersten Durchgang
konnten wir den Anpfiff zur zweiten Hälfte eigentlich gar nicht erwarten, Buschi. Ja, genau so ist es, Wolf. Diese erste Halbzeit gehörte mit zu den Besten, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Wird schwer, das zu toppen. Mané. Wird's jetzt gefährlich? Da kommt Firmino. Flanke jetzt. Ah, da können sie nicht entscheidend klären. Jorginho Wijnaldum. Chance lebt noch. Da kann er ihn stoppen. Da sind Mitspieler frei. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Und Firmino. Da kommt der Schuss. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Klushakov. Jetzt wird's gefährlich. Ananice. Das ist jetzt vielleicht. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Ja, da hat er es von weit weg probiert und wird mit diesem Treffer belohnt. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Da hat er genau Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Wird das eine Torchance? Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Coutinho, der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Er überzeugt heute als Passgeber. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Luis Adriano. Defensiv machen sie es gut. Wijnaldum. Jetzt Firmino. Guter Pass. So, Vorsicht. Roberto Firmino mit der Chance. Fängt diesen Ball ab. Roberto Firmino. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und da macht er sein zweites Tor. Hier nochmal dieser Treffer. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden nicht viel dabei heute. Er passt ihn auf den Flügel. Jetzt können sie neu aufbauen. Es gibt Abstoß. Lovren. Wijnaldum. Den Ball spielt er gleich wieder zurück.
Popov. Super Pass. Das sieht gut aus. Und jetzt die Chance. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jorginho. Jetzt schießt er. Und da klingelt es im Kasten. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Jetzt müssen sie aufpassen. Da sind Mitspieler frei. So, die letzten. Das ist jetzt eine Chance. Sie haben immer noch den Ball. Und er schießt. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Er gibt Abseits. Dimitri Komarov. Promes. Jetzt wird's gefährlich. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Fernando. Den hält er klasse. Das war ein richtiges Pfund. Gleich bringt er die Ecke rein. Der Ball kommt rein. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Mané. Liverpooler Platz. So, was machen sie draus? Roberto Firmino mit der Chance. Ein fantastischer Treffer. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ganz starkes Spiel. Wir bekommen von beiden Mannschaften einiges geboten. Das macht Spaß. Er entscheidet auf Freistoß. Milner. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Und dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Da geht er dazwischen. Anderson. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wird das eine Torchance? Weg ist der Ball. Fernando. Jetzt vielleicht. Immer noch gefährlich. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Klein. Milner. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da ist der Ball wieder weg. Abwehr hat aufgepasst. Ganz stark abgeblockt. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Da können sie erstmal klären. Wird es jetzt gefährlich? Ballverlust. Macht er ihn. Chance lebt noch. Emre Can. Und damit ist das Spiel vorbei. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung.
Freundschaftsspiel, finde ich, ist nicht die richtige Bezeichnung im Nachhinein für diese Art von Spiel. Das war mehr als nur ein Test heute. Ja, ganz, ganz viel Ehrgeiz in dieser Partie. Vollgas. Und das haben sie gezeigt. Und das macht Spaß. Samedov. Da ist die Flanke. Tor! Er macht die mit dem Kopf! Er macht den Elfer! Klasse Aktion, Ball ist weg. Roberto Firmino mit der Chance. Fängt diesen Ball ab. Roberto Firmino. Jorginho. Jetzt schießt er. Und da klingelt's im Kasten. Roberto Firmino mit der Chance.